willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier bei mir und dem Jürgen. Moin! Auch gerade da. Hi! Na? Und hast du dich ausgetobt? Ja, hab immer ein paar Probefahrten gemacht. Ja, hab's schon gehört. Der Neumann hat schon gesagt, du warst mit dem RTW unterwegs. Ja! Pass mal auf, ich weiß nicht, wer da im Notausauto sitzt. Ja, ich wollte mal unbedingt so ein RTW fahren, ey. Kannst du jetzt verstehen, wie ich mich gefühlt habe mit deinem Bagger? Du willst nochmal Bagger fahren, kann das sein? Ja, das müssen wir irgendwann nochmal machen. Irgendwann würde ich... Du wolltest doch eh nur Baggerführerschein auffrischen. Dein Kollege wollte... Ach nee, der wollte nur einen neuen haben. Du wolltest ihn nochmal auffrischen, hast du doch mal gesagt. Echt? Wollte ich das? Ja, hast du mal zu mir gesagt. Ja, dann müssen wir das irgendwann mal ausmachen. Finden wir irgendwann einen Termin und dann komme ich mit dem Bagger vorbei. Jo, das können wir tun. Warte mal, ich mache mir hier gerade noch ein Foto. Wenn die alle drin stehen. Ach, jetzt macht der schon die Schluke zu, ey. Warte, ich mach die wieder auf. Nee, egal, hab schon. Okay. So. Oh, ich dachte, der macht die Luke. Gut, du hast ja meinen Traktor mitgebracht, gell? Ja, der ist fertig. Gut. Aber ich hoffe, das passt jetzt wirklich. Ich guck mal an. Naja, ich habe vorhin alles auseinandergenommen. Mhm. Kappwelle komplett neue drin, ne? Alles neu. Mhm, sieht aber nicht so aus. Ne, ist... Natürlich ist er neu. Es sieht aber nicht so aus. Guck dir das Ding mal an, das sieht das dreckig aus. Ja, der wurde ein bisschen dreckig. Ich willst du den noch abgewaschen haben? Ja, das wäre das Mindeste. Von hier oben, von der Motorhaube, der ist runter beim Hämmern und beim Schrauben und alles. Und auf das neue Ding. Und da der Neumann ja schon Stress gemacht hat hier in Watts Farm, dass wir hoch müssen, da habe ich die Beine schnell in die Hand genommen. Da war keine Zeit mehr für Kerschern. Weißt du? Sag's dir, beim nächsten Ding kriege ich einen Rabatt. Du musst ja eh nichts bezahlen. Ja, aber beim nächsten Auftrag, den ich dir gebe, kriege ich einen Rabatt. Den kriegst du so oder so immer. Ja, wirklich. Okay. Ich muss weiter. Jo. Ich muss mal nach meinem Mitarbeiter gucken. Jo, brauchen die noch einen Audi? Das musst du den Sunny fragen. Der ist ja nicht bei mir angestellt. Also? Der ist nur Teilzeitkraft gewesen. Okay, da frage ich schon mal. Jo, tschüss. Ciao. Albert? Ja? Wo bist denn du? Hier? Ja, ich glaube, ich laufe gerade hinter mir. Komm, ich guck. Ah, hier. Ja. Ey, du hast ja die gleiche Mütze wie ich. Ey. Krass. Bloß ein anderes Hemd. Ja, ja. Ich muss manchmal die Hemden tauschen, weißt du, sonst. Wenn wir Zeit haben, müssen wir beide mal sprechen, ne? Ja, dann schieß mal los. Ich habe gerade eigentlich Zeit. Achso, ja. Also wenn wir jetzt zusammenarbeiten, Emma und... Komm mal noch ein bisschen auf die Seite, nicht, dass es gleich... Albert? Ja, jetzt geht's so. Komm mal rüber hier. Jetzt geht's. So, was los? Ich wollte gerade mal gucken. Wenn wir uns... Achso, ja. Ach nee, mit Kredit aufnehmen oder sowas, das machst du ja dann, ne? Ey, der fährt zur falschen Seite raus. Alter, der Jürgen, ey, der muss auch nochmal in die Fahrschule. Der Marlon auch. Warum? Nee. Er hat gerade 3 Versuche gebraucht, die Drehleiter rückwärts einzupacken. Der Marlon darf dann mal Drehschemel rückwärts fahren lernen. Vor allen Dingen ist der Drehschemel gerade vor Ort. Oh, stimmt. Der ist sogar einfach. Der hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Nikolas, wir müssen, glaube ich, los. Jo, ciao. Haut rein. Nee, ich muss noch was wissen. Was denn? Wegen dem Kredit für... Achso, wegen dem... ich hatte 10% aufgenommen, richtig? Was? Ich hatte 10% Kredit aufgenommen. Ja, 117. Ja. Okay, gut, das wollte ich nämlich kurz wissen.
Ja, eigentlich geht es ja darum, dass der andere erstmal eine Zusage braucht, oder nicht? Stimmt. Da müssen wir uns auch noch drüber unterhalten. Klären Sie das mal, Herr Neumann. Klären Sie das mal so, wie es notwendig ist, damit die Gemeinde perfekt funktioniert. Oh. Ja, dann gibt's eine einstimmige. Ja. Ja, was denn? Was wäre denn Ihre Lösung? Ja, wahrscheinlich werde ich meinen Mitarbeiter dazu. Wie dazu? Mein Mitarbeiter hat sich auch beworben und nur Lukas Müller hat sich auch noch beworben. Ja, und ich werde mich wahrscheinlich eher für den Lukas entscheiden. Dann machen Sie das doch. Gut, dann. Und das Finanzielle ist, muss man irgendwie gucken, dass man das alles gegeneinander verrechnet. Und dann sind alle glücklich. Jo. Ich meine, macht ja keinen Sinn, wenn jetzt der Müller Geld in die Hand nehmen muss und dann jeder Geld in die Hand nehmen muss. Jo. Ja, zumal allein, um den Hof in Betrieb zu nehmen, schon ein Kredit von 500.000 oder so. Ja, wir gucken mal, also der Herr Neumann guckt mal, ob er da eine staatliche Subventionierung hinkriegt und dann gehen sie da erstmal mit null rein. Also so wie es halt jetzt gerade ist. Ich denke, das wäre das Einfachste. Oder sie bekommen auch von mir einen Kredit, Privatkredit. Könnte man auch machen. Ja, das klären sie zweimal, sie kriegen das schon hin. Ich habe da Vertrauen in den Neumann. Ja. Hilfe. Nur bitte dem RaceX dann noch Bescheid geben, dass er das Grundbuch umschreibt. Jo. Ja. Gut, tschüss. So, Albert, jetzt haben wir. Jetzt haben wir schon mal mit? Bisschen Zeit. Jo. Muss man gerade den Taschenrechner bemühen. Jo, immer mit der Uhr, mit dem Ruck. So. Na. So. Ja. Ach. Doch, geht. Also, jetzt. Unser aktuelles. Jetzt ist endlich Ruhe. Ja, das wird auch Zeit. Unser aktuelles Gesamtkapital ist 187.808.70. 752 plus 30672 plus das Feld 250847 plus, was haben wir denn noch? Das Waldstück 85440 gleich. So. Dann haben wir noch ein Barguthaben von 42,764, genau. Plus Fahrzeuge. Der Tigo gehört uns nicht mehr, der gehört dem Händler. 6,1 plus. Nein! Aha. Bei wie viel war ich denn jetzt? Ah, hier Verlauf. Verlauf. Geht nicht. Mist. Verlauf. Ah, hier. Scheiß Taschenrechner. Also 605519 war mal. Plus 42764 gleich. So, genau. Also jetzt dann die Fahrzeuge. Plus 9.261 plus 44.356 plus 1, 2, 3, 7, 8, 6 plus 21, 8, 1, 9 plus 23 306 plus
74201 plus. Oh, da kommt ja schon einiges dazu. 14449 plus 7331 plus 500 plus 20.787 plus, oh Gott, wie viel ist denn das noch? 2125 plus 3. Oh, wir haben schon einiges angesammelt hier jetzt schon. 1175 plus 708 plus. Und dann die Poltergabel noch. 632 plus 1567. Gleich. So, da wir schon einen offenen Kredit haben, für was würdest du denn den Kredit aufwenden wollen? Ja, das bis. Also, wenn wir vielleicht eventuell noch so ein Feld kriegen würden, ne? Wenn das einigermaßen macht das für uns, ne? Also im Moment hätten wir noch 99.000 zur Verfügung. Also 99.000 oder 100.000 Kredit könnten wir kriegen. Ich glaube, das wird schwer, dass wir da was Passendes hier unten finden. Dann lassen wir das erstmal mit dem Einfeld. Was ich eigentlich noch gern haben wollen würde, wäre die Kartonfabrik, bevor die sich der Harry schnappt. Dann nimm die doch. Weil der Harry macht... Das haben wir, ne? Der hat ja die Molkerei gekauft, der braucht unbedingt Kartons. Dann hätten wir da einen sicheren Abnehmer schon. Machen wir das. Was wir haben, das haben wir. Ja. Dann würde ich nämlich dem Jürgen Bescheid geben, dass der die Steuern ausrechnet und das ins Grundbuchamt einträgt. Dass wir die Landwirtschaft, das wird schon nach und nach werden. Ja. Was macht denn unser Feld gerade? Das ist noch nicht ganz reif, das dauert noch ein bisschen. Schade. Nee, das ist fertig gerade, sehe ich. Muss jetzt fertig werden geworden sein. Hey, sieht so aus. Sonst ist mit nur Mähdresche oder. Naja, Mähdresche haben wir ja nicht, ne? Nee, aber da könntest vielleicht mal beim. Hinter dir. Ja. Wo bist du jetzt? Da könntest mal beim Lohnunternehmen, beim Herrn Neumann anrufen. So. Und den fragen, ob du da einen Drescher ausleihen kannst. Dann kannst du direkt hinfahren, Drescher ausleihen und selber ernten. Auto brauchst du ja selbst hier, ne? Nee, da nimmst du das Auto, fährst zum LU und ich komme dann zum Feld mit dem Anhänger. Okay. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, dann haben wir das erstmal verkaspert, was hier jetzt gerade alles... Ups. Was hier alles nötig ist. So, und ich bin eigentlich am Überlegen, ob ich den Anhänger wieder losfertig, weil ich weiß nicht, ob der Anhänger schuld ist an dem ganzen Geruckel hier. Kombination mit dem Traktor. Okay, hier kann ich das schlecht einschätzen jetzt. Weil eben hier die Feuerwehr in der Nähe ist. Die hier verursacht natürlich durch ihre Größe, durch die Details, die da drin sind, immer wieder mal so Ruckler. Telefonier aber jetzt mal kurz.
Hallo, ist da die Internetsicherheit? Ja, die Internetsicherheit. Oh Gott, internationale auch noch. Jo. Haben Sie unsere Daten im Blick? Ich habe die Daten im Blick, aber was ich Ihnen sagen muss, ich bin beunruhigt. Ich auch. Eine Auslastung so von 90-95. Okay. Konstant. Ja, eben. Ich merke es gelegentlich, dass unsere Verbindungen nicht so toll sind. Vorhin hatten wir eine kurze Entspannung, da waren wir runter bei ungefähr 80. Wann war denn das? Vor 25 Minuten oder so. Okay, da sind wir alle gestanden. Da war gerade, da hatten wir gerade eine Zusammenkunft. Okay. Aber sonst haben es so Spitzen bei 95 durchgehend. Okay. Okay, dann bedanke ich mich mal für die Beratung. Ja, kein Thema. Oh, der Albert biegt falsch ab. Nein. Dann noch einen schönen Abend. Ja, ebenso. Tschüss. So, die Internetsicherheit achtet nämlich gerade darauf, was der Server macht. Und das ist eben gerade im Moment etwas nicht so schön. Es ruckelt, zuckelt. Alter, was macht der denn? Gibt der hier eine Vollbremsung mitten auf der Brücke, ey. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich den Adorante noch loswerde. Dann werde ich dem Neumann sagen, dass er, dem Racex noch morgen sagen, dass er uns das Kartonwerk einträgt. Und dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Denn? So. Ach so, ist ja gerade keiner da, muss ich online bestellen nur. Hallo? Hallo, Jürgen. Ja? Du darfst mir noch was ins Grundbuch eintragen. Ich erlaube dir das. Ja. Und zwar die Kartonproduktion. Karton und Papier. Für dich? Ja. Und die Steuern bräuchte ich. Ja. Moment, ich bin jetzt zu Hause, dann kann ich gerade am Rechner machen. Jo, mach mal. Nur gerade die Tieflage hier abstellen. Jupp. So.